So, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Metro Exodus. Jetzt hier mitten in der Taiga, ohne irgendwas, ohne Waffen, ohne nichts quasi. Und das muss ja nichts heißen, ja? Vielleicht sind die Leute ja hier freundlich. Oh. Yes, I like that. Jetzt kriege ich meinen Crossbow. Habe ich gerade meinen einzigen Pfeil zerschossen? Was ist das denn? Habe ich gerade meinen einzigen Pfeil zerschossen? Das ist natürlich blöd jetzt, sag ich mal. Das sieht ja auch sympathisch aus. Schnell Plünderer, dasselbe wird euch passieren. Okay, also heißt, das sind Leute, die halt nicht auf Plünderer stehen, aber vielleicht normale Leute akzeptieren. Perfekt. Zwei Schuss. Na, immerhin. Immerhin. Aber das ist doch mal geil. So richtig ein Crossbow. Plünder. Nackte Bildchen von irgendwelchen Frauen. Okay. Ne. Oh Mann, hätte ich eine bessere Grafikkarte, würde das so 10-mal besser aussehen. Aber es sieht jetzt schon gut aus, ja. Dafür, dass ich halt echt auf niedrig bzw. mittel spiele, ja. Ist das Spiel halt trotzdem echt hübsch. Also ich kann da lang laufen und da hinten. Okay. Ich will noch nicht hier irgendwie. So, genau, so. Mach den Spinnchen. Oh, ei, warum immer? Oh, ja, okay. Fuck you, Spinnchen. Fuck you hard. Every fucking time. Schon wieder irgendwelche nackte Frauen. Naja, die waren halt ein bisschen sehr desperate hier. Keiner macht den Spinnchen. Liegt hier irgendwas Brauchbares rum? Okay. Dann laufen wir doch mal hier lang. Er denn? I owe you a big one, and I'll never forget this, I swear. Na klar. These forest fuckers just left me here for the wolves. Diese Fichtenficker haben es aber schön übersetzt. I don't seem to recognize you. Which barrack are you from? You should have some nice gear. In any case, don't go there alone. I tried, and well, you know what happened. Ah, these bitches hiding like fucking lizards. I found a way in and was going back already when the fuckers jumped me. Fuck. Fuck. Both legs went to sleep. Can't even move now. Das fies. Das fies. I'll wait here till they wake up and go bring the boys. We have a good chance to get a drop on them forest fuckers now. We'll tear them apart like fucking rats. Just look, man. Tell me, which barrack are you from after all? I thought I knew everyone. Are you even from our camp? Nope. Bin nur ein Stranger. Well, if you're not one of ours, I'm in your debt anyways. Das stimmt. Thank you, man. As for these fuckers, if you want to get through their territory, you have to move like a ghost. Though, you look so tough, you could take them all out by yourself, I bet. Probably. So if you see any of them fuckers, do them all in. They have it coming to them for hanging our boys from those posts. Schätzelein, ich gehe da mal, ja. Ich meine, ist ja alles super interessant und so, aber muss immer woanders hin. Ich
meine, selbst wenn es ein Bandit ist, muss man ihn ja nicht verrecken lassen, ne? Deswegen habe ich den jetzt halt mal ein bisschen den Arsch gerettet. Oh, das sieht so gut aus. Achso, ich dachte, ich komme. Komm ich da rüber? Doch. Ne, klar. Na, komm ich hier rüber? Vielleicht auch nicht. Nein, ich komme da nicht rüber. Oder? Nö. 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 Atium und Wasser funktioniert halt einfach nicht, ne? Achso, der ruht sich noch aus. Ich dachte schon. It's looking hella good. Oh, da gibt's wieder ein mysteriöses Bötchen. Und Pilze und Leute, die abgeschossen worden sind. Noch mehr tote Leute. Habt ihr nicht mal irgendwas dabei? Eine Kerze. Kerze ist wichtig. Okay. Ja, mit Bildschirm wollte ich jetzt eigentlich eh nicht fahren. Das Ding sieht aber auch eh aus, als wenn es ein bisschen hinüber ist. Der arme Kerl wollte nur ein bisschen angeln gehen. Hat nicht funktioniert. Okay. Jetzt ist die Frage, laufe ich hier lang? Oder laufe ich da hinten lang? Aber ich glaube, es ist eigentlich wurscht. Da hinten klingt es halt eher so, als wenn da noch irgendwelche Viecher rumlaufen. Laufen wir mal lieber hier lang. Das ist aber auch schön. Warte mal. Genau. So, warte. Kameramodus. Wunderhübsch. Okay, danke, danke, danke. Kannst schön Screenshots machen. Definitiv. Finde ich gut, dass sie das Feature eingebaut haben. So für meiner einer. Das ist nicht schlecht. Achso, und dann kommst du von da hinten rum, oder was? Okay. Da muss ja schon mal so ein paar Bildchen machen, ne? Schön, schön. Kannst nicht sagen. Schön, schön. Manchmal ist es im Metro einfach schön, sich die Sachen anzugucken, ja? Ein bisschen zu erforschen. Ist hier noch irgendwas? Nö. Guck mal, hier ist ein Teddy. Gut, dass wir der Kleinen den Teddy geholt haben, hey. Die wird sich da bestimmt freuen. Oh, wenn du vorstellst, dass die in der Schule drinne, ja, auch schon Gasmasken hatten. Oh. Entschuldigung, aber ich habe daneben geschossen. Kunde, ich muss nachladen. Kinos. Au. Oh. Die werfen hier nach Sachen. Jesus, Kinos. Entspannt euch mal ein bisschen. Ich outschnieke euch nämlich jetzt einfach. Einfach outschnieken. Alles gar kein Problem. It's
Ist so. Immer schön motiviert bleiben. So, gigantische Ratten, du. Hallo? Duschen, aber hier ist schon ein bisschen Radioaktivität, Fräulein. Wie erzählt hat, hier ist gar nicht los, ne? Bullshit. Das kommt alles von unten hier. Okay. Ich frag nicht. Oh! Was bist du denn? XXL-Schlange. Noch was? Oh, bisschen Krempel liegt hier auch in den Ecken immer noch rum. So. Du brauchst keine Atemschutzmaske. Hör doch auf rumzuheulen. Hier ist gar nichts. Also einfach so creepy Dolls, die hier einfach mal so rumliegen. Ist auch nicht so, so nett. Sind bestimmt immer noch da, die Jungs, hä? Look, I've been thinking about asking all this time. All this pirate stuff, the corpses on the post. Do you guys really think the teacher wanted this? The teacher wanted us to defend ourselves. Well, none of this stuff helps. The bandits have been seen in the village again. Plus, our guys caught a drifter today. This just means they need us to remind them the lesson. That's why we're here. We'll catch a couple and make some fresh scarecrows. Well, bandits, I do understand. They did terrible things here. But this new drifter doesn't look like a bandit. Perhaps he was just passing by. If he is not a bandit, he should have just passed us by. But no, he crawled out of the river here. I say make a scarecrow out of him and keep the others away. Das ist unser Kumpel. I don't know about this, really. Okay. Something moved there, I think. Is there something at that fence? Nope. Are you serious? So ein Arschloch. War so sneaky im Busch. So super sneaky im Busch. Hat ihm nicht gereicht. Und deswegen finde ich es gut, dass das Spiel wirklich schnell speichern hat, ja. Das entspannt das Ganze dann doch schon ungemein. Aufgeregte Musik und wir sind im Ladebildschirm. Komm schon. Lade ein bisschen schneller, bitte. Wahrscheinlich der lebt wahrscheinlich so viel, weil das halt doch sehr großes Gebiet ist, ne? Und weil ich vielleicht die Grafik nochmal ein bisschen runterstellen sollte.
Oh Mann. Why? Okay. Komm, leck dich ein. Okay. Bist du eingeleckt? Okay. Dann kann ich es dem Typen hier wieder auf die Mütze hauen. Ups. So weit waren wir auch schon mal. Hier speichern. Dann sneak ich nämlich hier drüben lang. Wenn er sich umdreht, komme ich dann von hinten quasi. Der wundert sich jetzt bestimmt, wo sein Kumpel ist, ey. Versteckt sich keiner. So ein Coward. In dein Gesicht. Ist gar keiner da. Gar nicht. Psst. Niemand ist hier. Komm doch mal hier runter und guck nach. Wieso, das sind keine Bandits. Come and get me, bitch. Psst. Sag auch nicht. Der Intruder ist so sneaky, den seht ihr gar nicht. Ich kann nicht schnell speichern, weil ich im Kampf bin. Ich will die auch gar nicht abschießen, weil die scheinen ja an sich nicht böse zu sein. I'm going to get you. Wenn da oben einer ist. Psst. Frau, verrat mich jetzt nicht hier. Darling, wir haben gerade keine Zeit. Where is that intruder? Oh, I'm tired of looking for the coward. Na dann, hallo, guten Tag. Hier bin ich. Oh nein! Ah, ich kann aber jetzt wieder speichern. Sie wissen nur, dass ich da bin und gucken halt so ein bisschen rum, aber ansonsten können sie mir gerade gar nicht. Okay. Oh, da sind noch einige da unten. Macht es nicht aus hier?
bisschen problematisch hier, die Ecke. Hallo Leute, ich bin hier, Dude. Speichern. Das ist sein Ernst. Das, was soll ich da machen? Der guckt mich quasi direkt an. Furchtbar. Manchmal klappt das mit dem Sneakiness nicht so ganz so gut. Geh mal lieber woanders lang, hier lang. Komm mal hier rein. Dann komme ich von hinten rum oder so. Oh, diese fetten Kackspinnen, die hier rumkacken. Hä? Oh ja, den krieg ich. Hallo, guten Tag. Hallo. Mal dein Shit. Gehen wir auch die gleichen machen wie ich, also die Crossbows halt, ne? Mal kurz speichern. Mal viel von so einer Scheiße hier rumliegen. Oh! Then come and get me, bitch. Schon wenn ich mal umdrehe. Könnte ich nämlich an dir vorbeischleichern, aber du bist halt schon ein bisschen scheiße dort. Und das ist ja noch einer. Du willst mich doch verarschen. Guten Tag. Hier ist gar keiner. Psst. There you go. Wait for it. Wumps. Au. I'm reloaded. Ist nicht. Bitch. No cover for you. You proved you. Wo ist er denn? Mal gucken, wo der Bengel ist. Hier ist er. Auf die Mütze kriegst du. So. Aber ich glaube, das Ding ist hier gar nicht. Ach, da ist ja noch einer. Moment. So. Nicht, dass der sich dann plötzlich umdreht und meint, dann doch ihn auf dicke Hose zu haben, ne? Das wollen wir ja alle nicht. So. Muss also doch da hoch. Aber ich hätte schon gedacht, dass hier unser Kumpane dort oben ist. Beziehungsweise hier irgendwo rumgummelt. Aber nö, irgendwie nicht. Hätte ich die gar nicht alle K.O. hauen müssen. Naja. Übung macht den Meister und so, ne? So, Frau. Nicht schön, aber selten, Artyom, ne? Kerl.
Drahtziel sieht anders aus. Ach du Kacke. Was gibt's die dicken Bärchen hier? Na, gute Nacht. Freunde, gute Nacht, sage ich dazu. Da, machen wir bitte mal einen ganz großen Bogen drumherum. Weil muss nicht sein. Ach du Scheiße, sind ja ganze Rudel von denen. Da vorne ist auch so ein Outpost, glaube ich. Okay. Heißt, ich muss eigentlich nur der Straße folgen gerade. Wir folgen der Straße. Machen keine Abstecher. Oh Gott, jetzt kommen die von hinten. Oh. Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Ja, hallo. Tschüss. Tschüss. Oh. Jesus Christ. Lass mich bitte mal schnell hier hoch. Das ist mir alles sehr suspekt hier unten. Da ist schon wieder ein Bärchen. Hast du hier wenigstens irgendeinen coolen Scheiß hier oben? Karamba. Okay, also hier gibt es irgendwelche Jäger. Interesting. So. Weiß zwar nicht, warum der ein Dreirad hier oben braucht, aber der wird schon seine Gründe haben. So. Dear God. Will nicht gegen die Bärchen kämpfen, nicht im Dunkeln. Das muss echt nicht sein. Nicht bei Vollmond. Guten Tag, tschüss, tschüss, tschüss. Fuck you. Ich hab dir voll ins Gesicht geschossen, aber... Komm, ich geh weg und du gehst auch weg. Oh! Ey, ich hab dich bestimmt zweimal getroffen. Oder auch nicht. Weiter geht's auf unsere Weltreise hier. Ist das aber schon ein bisschen reingespawnt jetzt gerade. Okay, ein ganzes Rudel wollte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Oh, hallo, Rundas. Oh, nein. Au. No. Ist nicht schon so. Sag ich dazu. Ist nicht. Nein. Arschlochkind. Reicht jetzt. Ey, ich hab dich getroffen. Hör doch auf. Au. Arschloch. Arschlochhund. So. Kinders. Willst du nur ganz in Ruhe irgendwo hinlaufen? Und schon ist die Kacke hier am Dampfen. Komme ich jetzt da hoch? Achso, das ist eine Leiter. Das kriegen wir hin. Auch wenn Artyom sich manchmal etwas läppisch anstellt bei kleinen Bergen. Ja, der stöhnt ja mehr als ich. Wenn ich mal irgendwo hochgehe. So, ich bin oben. Was geht ab? Macht die Geräusche. Psst. Psst.
Was zischt mich denn hier an? Okay. All right, let's cut the rope and take him to the camp with the first one. Hey, wait a minute. You pioneers already have one, and this is our catch. He got caught on our turf. The net is mine, so bite me. Oh, yeah? Well, why did you set the trap on our turf then? And besides, you already have an intruder's backpack. I dived for the backpack, and you chickened out. Oh, I chickened out? You're pirates. You have more boats. And this one will face the forest court. Bojumoy, you're all cowards. He's an intruder, an enemy. What are you, a bandit? What did the teacher say? He said we must be different. Did you forget? Isn't your head getting a bit too big? The teacher said we have to defend ourselves first. All the rest was later. Did you forget what the intruders would do here? He's an intruder too, so he must die. Hallo, Bärchen. Guten Tag. Was geht? Save me, Bärchen. Save me, please. Save me. Oh, poor Bärchen. Ab ins Wasser mit dir. Ups. Auffühlung mit den Bärchen, ne? Tja, da war eure Diskussion mal so ein bisschen sinnlos, würde ich behaupten. Bisschen sehr sinnlos. Und der Bärchen ist jetzt Richtung Wasser gelaufen, ne? Hätte ich jetzt auch gemacht. Schlauer Bär. Hast du schön gemacht. Was zischt mich hier an? Ah ja. Guten Tag. Warte mal, ich speichere mal. Ich kann nicht speichern. Metro speichert schon für mich. Hallo? So you got out, you asshole. It takes real skill to get away from the master of the forest. Ich will nur meinen Beutel haben. Damn it. Fucking backpack. I got greedy. I got greedy. Well, shoot me. Or scram. I gotta get ready for the final exam. Tell the teacher. I defended ours. Didn't chicken out. Didn't bully the girls. Teacher, I'm here. Ich lass dich mal überleben. Das passt schon. Du kriegst da schon immer die 5 Meter hier zu laufen. Der Pirate, Alter. Hat jemand Wasser wieder, ne? Genau, pick up some speed. Aber komm bitte nicht in meine Richtung. Nicht in meine Richtung kommen. So, wo muss ich denn hin? Ich muss noch da. Darüber. Kann ich nicht hier oben langlaufen? Nur halt nicht unbedingt in die Arme dieser Leute. Ich glaube mal, dass diese Waldleute sind halt wirklich ja die Schüler, die überlebt haben. Anders kann ich nicht. Ich
knife up there, see? Hier ist gar keiner. Bin sneaky as fuck. Braucht's gar nicht. Was heißt denn hier Coward? Ich komme da mal hoch. Fräulein. Und dann hau ich dir auf deine Mütze. Dann bist du nur noch so klein mit Hut. Ey. Siehst du? So klein mit Hut. Coming to get you. Bin da. Sekunde. Muss mich nur einlegen. Au. Dann reloade mal. Ist mir ziemlich wumbe. Oh. Ins Gesicht. Hey. Komm nicht. Oh. Oh. Die schießen mit Shotguns auf mich. Die haben gar nicht nur Pfeil und Bogen. Das ist beschiss. Das ist beschiss. Ganz schöner Beschiss.